Esset und trinket, bis in der Morgendämmerung die Helligkeit des Tages die Dunkelheit der Nacht überragt. Dann vollendet das Fasten bis zur Nacht. Koran, Sure 2, Vers 187. Wie in jeder Religion beinhaltet der Islam Mythen, die manchmal nicht unwidersprüchlich sind. Dass Allah bei seinem Fastengebot die Polarnächte wie hier in Norwegen vergaß, könnte für einen frommen Muslim, der zufällig dort lebt, Probleme bereiten, da er überhaupt keine Fastenzeit zur Verfügung haben würde. 2 Monate im Jahr verschmelzen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ineinander, so dass es dort durchgehend Nacht ist. Wir wollen aber heute nicht die Widersprüche im Koran, sondern die Bedeutung des Fastens für die Muslime im Vergleich zu Fastenritualen in anderen Religionen ein wenig betrachten. Weltweit fasten Gläubige, Juden, Christen, Hindus und andere, und kaum bekommt es jemand mit. Wenn aber gläubige Muslime fasten, ist das ein öffentliches Ereignis, das weder von Muslimen noch von Nichtmuslimen ignoriert werden kann und darf. So geben zum Beispiel in Deutschland die Medien gewisse Empfehlungen oder Richtlinien für Nichtmuslime, wie sie sich mit ihren muslimischen Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunden während des Ramadan verhalten sollen. Bild empfiehlt: Während der Fastenzeit sollten Sie möglichst nicht von Ihren muslimischen Kollegen am Schreibtisch essen oder ihnen Trinken und Essen anbieten. Auch das Gebet gehört zum Ramadan. Zeigen Sie Verständnis, wenn sich Ihre muslimischen Kollegen etwas länger zum Gebet zurückziehen. Wenn während des Ramadan warme Temperaturen herrschen, kann das zu einer Belastung für die Fastenden werden. Haben Sie Verständnis, wenn die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit Ihrer Kollegen vielleicht etwas eingeschränkt ist. Ramadan ist die Zeit der inneren Einkehr und Besinnung. Halten Sie sich daher mit anzüglichen Witzen zurück. Am Ende der Fastenzeit können Sie Ihren Kollegen alles Gute zum Bayram wünschen. All das soll die vielbeschworene Toleranz und Vielfalt fördern. Aber wie verhalten sich fastende Muslime in einem überwiegend von Muslimen bewohnten Land Nichtfastenden gegenüber? Beispiel Marokko. Ein bei den Deutschen und Europäern sehr beliebtes Touristenziel, ein islamisches Land, das im Vergleich zu Afghanistan, Pakistan, Iran, Somalia, Jemen und andere islamische Länder als sehr fortschrittlich und liberal gilt. Hier ist eins von vielen sozialen Experimenten, die man jedes Jahr führt. Ort der Handlung laut Videoangaben: Rabat, Hauptstadt Marokko. Wir sehen einen jungen Mann, der den Eindruck vermittelt, er wolle während des Fastenmonats, wo Essen und Trinken untersagt ist, auf der Straße Wasser aus einem Becher trinken. Er wird von den Passanten aggressiv angegangen und körperlich angegriffen, da sich Fastende in ihren religiösen Gefühlen verletzt fühlen. Am Ende klärt sich alles auf und der junge Mann teilt den Männern mit, die kurz davor standen, ihn zu lynchen, dass er selbst ein fastender Moslem sei und mit der versteckten Kamera die Stärke der Religiosität und Frömmigkeit seiner Glaubensbrüder testen wollte. Am Ende sind alle glücklich und zufrieden. Es handelt sich dabei um ganz gewöhnliche Marokkaner, die nicht den Anschein machen würden, dass sie besonders religiös sind. Und dennoch beanspruchen diese äußerlich modernen Männer, dass sich alle ihren religiösen Ritualen unterordnen sollen. Und das im 21. Jahrhundert. Schwarz, Rot, Gold, Allah Takbir! Zurück zu Deutschland. Über die Anzahl der muslimischen Mitbürger in Deutschland gibt es keine zuverlässigen endgültigen Zahlen und auch nicht darüber, wie viele unter ihnen das Fastengebot einhalten.
Interessant wäre es, sowohl für die Journalisten als auch für die Soziologen zu untersuchen, wie Muslime in muslimisch geprägten Stadtteilen in Deutschland heute reagieren würden, wenn sie sich mit Nichtfastenden konfrontiert sehen würden und ob die Toleranzgrenze sinken könnte, wenn der muslimische Anteil an der Bevölkerung zunehmen würde. Vielleicht sollten die deutschen Medien in Deutschland lebenden Muslimen Empfehlungen auf den Weg mitgeben, wie sie ihre religiösen Pflichten wie Beten und Fasten entsprechend so ausüben, dass ihre nicht-muslimischen Mitbürger davon kaum etwas bemerken, um sie nicht in die moralische Bedrängnis zu bringen, ihren gewohnten Alltag anpassen zu müssen. Das würde sicherlich mehr zu einer wahren Toleranz im Sinne eines gegenseitigen Respekts beitragen, oder?